Und da bin ich wieder weg. Und wir geben jetzt mal ein paar Leuten eins auf die Nuss. Haha. Und da ist er weg. Ich bin mir sicher, hier könnt ihr uns nie im Leben sehen. Gibt es jetzt auch immer noch zweifachen Schaden, wenn er vor sich steht, oder müssen wir versteckt sein? Wir sehen uns doch nie im Leben. Oh Gott, ich bin aber auch echt gerade ein schlechter Schütze. Ich verstecke mich nicht. Ich warte nur drauf, dass ihr mich nicht mehr so. Was ist denn da? Alter, was haben die denn da rumliegen? Ja, das ist ein Affe. Sie krabbelt, humpelt. Oh, wie, das war kein Treffer. Boah, gleich nur von den Kills hier Level ab. Raider-Veteran und bye bye. Level up. Richtig nice, Leute. Richtig nice. Wir können jetzt zwar nichts looten, aber scheiß da unten drauf. Gehen wir mal rein in das Pinnacle-Hochhaus. Denn hier müsste das Versteck sein, das wir freiräumen sollen, beziehungsweise abklären sollen, was da los ist. Ich glaube, das war das, was hieß, dass wir... oh Gott. Wir sollen das... Gunner, vielleicht kann man die Gunner mit dem Ding hier abjuckeln. Nicht wirklich. Hier, was ist denn da gerade gelaufen? Machst du das, Strong? Okay. Du bist, Schlagstock, sofort weglegen. Achtung! Bam! Alter, wir rasten so aus hier. Wir rasten so aus. Hier könnten wir direkt hoch, was wir aber nicht machen. Wir rufen aber trotzdem mal den Fahrstuhl. Aber da hinten ist schon das, wohin wir müssen. Direkt hier. Ah, das hier. Das ist dieser sichere Sicherheitsbereich gewesen. Lächerlich. Das, was, wo die Pam hin will und das Zeug dann mitnehmen will. Weißt du, sie will eigentlich das Zeug haben, was wir... Oh, ein Smoking. Nehmen wir mal mit. Und den eleganten Hut. Ich hab das hier. Vor allem das, das will sie haben. Schon wieder ein Stealth-Boy mitgenommen. Hadi Gosch. Also ich komme zu euch rein und mache euch platt. Ich habe jetzt nämlich noch Zeit. Das hätte ich ja noch am Ende der letzten Folge machen können. Ich habe nicht gewusst, dass es so locker wird. Aber naja. Dann haben wir jetzt mehr Zeit für anderes. Unter anderem zum Abschlachten der Pizza. Wow, diese Tür war höchst sinnvoll. Zum Glück haben wir die aufbekommen. Mensch, ey. Ich glaube, wir wären sonst gestuckt. Wecker mitnehmen. Gehen wir mal da hoch. Komm mit, Strong. Oder bist du zu fett? Oh, wow, das bringt uns ja auch sehr viel hier oben. Mhm. Wo kommen wir da hin, wenn wir hier einfach mitfahren? Schauen wir mal. Nach oben. Ja, nice. Was? Ich wollte gerade sagen, ich schmeiße jetzt einfach eine Granate da durch, aber das ist zu... Die wäre einfach hier reingefallen und wäre gestorben. Strong, bist du wieder direkt vor dem Ding hier gespawnt? Oh, Leute, hallo. Oh, wir kommen einfach von hinten, wie so Assis. Boom. Bitch! Shit, shit. Strong. Er war eben vor denen, ne? Also bei denen, meine ich. Und jetzt ist er in uns drin gespawnt. Nochmal. Zusätzlich. Nee, halt. Das war gar nicht Strong. Ach, das sind Supermutanten. Hallo. Strongy Boy. Einfach. Hier geht's wahrscheinlich noch höher. Wir sind ja immerhin in einem kaputten Skyscraper. Was ist denn das? Ist das ein UFO? Ah, das ist doch ein UFO. Das sehe ich doch direkt. Dass das ein UFO ist. So. Schön alles mitnehmen. Schloss haben wir vielleicht ein bisschen schwer, aber... Egal, ein Flansch. Ach Gott, ein Flansch. Super. So ein Flansch habe ich lange gesucht. Da habe ich sehr lange nachgesucht. Über uns geht es, glaube ich, immer noch weiter. Ja. Geil. Speichern. Und da geht es sogar raus. Wahrscheinlich wäre das der Eingang gewesen, den wir... Durch den wir reingekommen wären, wenn wir in der letzten Folge direkt von der Brücke aus hier halt hingegangen wären. Ja, ja. Was hat er dabei gehabt? Achso, die schmutzige Armee-Uniform. Als wenn hier noch irgendwas läuft. Hier irgendwas. Aha. Ah, was ist denn das für eine Brotdose? Falsies. Da läuft da oben rum. Vollstrecker, Vollstrecker, Vollstrecker. Schön stehen geblieben, ja? Du bist mir ein bisschen zu schnell unterwegs. Bam! Hoppala.
Schmerz! Für dich. Schmerz in dein Face. Oh? Noch ein Gunner? Hast sogar eine Sonnenbrille aufgehabt. Mass Fusion, Total Power bei Boston. Voll Boston. Das hatten wir doch, da waren wir doch beim Mass Fusion, ne? Wo dieses Triebwerk am Start war. Da waren wir mit dem. Mit dem Gelehrten. Ne, nicht mit dem Gelehrten. Ah, wie heißt er? Der Anführer der Bruderschaft, auf die wir damals getroffen sind in der Polizeistation. Der hat uns da geführt. Ich habe echt seinen Namen vergessen, den können wir auch als Begleiter haben. Der ist wahrscheinlich auch ziemlich grob, der hat die Rüstung an immer. Und hat eine Laserpistole, die glaube ich nie leer geht. Hoffe ich doch. Strong hat sein Zeug ja auch wieder leer geschossen. Jetzt hat er zwar wieder neue Muni gefunden. Ich weiß nicht, woher er die nimmt. Also scheinbar nimmt er auch die Leute aus. Oder er bekommt immer einen Anteil von dem, was ich sammle. Das weiß ich nicht. Aber bei Kate hat man ja gemerkt, dass sie 100 Kilo Munition dabei hatte. Eigentlich hätte ich die noch abnehmen müssen, bevor ich sie weggeschickt habe. Das müssen wir noch machen. Jetzt so viel Munition dabei gehabt, die sie ja gar nicht wirklich benutzt, weil sie immer nur mit dieser Aggressor-Klinge da geschlagen hat. Müssen wir halt mal gucken, doch. Müssen wir halt gerade mal gucken. Ich gucke mal ganz kurz auf die aufs Handy. Wenn wir auf Instagram, das haben wir da. Ah ja. Instagram geht echt nach wie vor so ab. Das sind weniger Leute als auf Twitter und es kommen 8 Millionen mehr Likes und Kommentare immer auf die Sachen, die ich da poste. Scheinbar gefällt euch Instagram einfach besser, beziehungsweise scheinbar seid ihr da eher unterwegs. Und das kommt besser bei euch an, das kann auch sein. Weiß ich nicht genau. Bin immer verwundert, gerade anfangs war ich verwundert, da hatte ich irgendwie, ich glaube 20, 30, 40 Nutzer oder Follower oder wie das heißt. Und bei Twitter 500 oder so. Und... ja, dann lade ich es ein, dasselbe Bild auf beiden hoch. Hey du, ja, Unterstoff Randolph hat sich seit dem Switchboard nicht gemeldet. Okay. Aber jetzt wurde einer ihrer toten Briefkästen verwendet. Okay. Das will, dass du dir das anschaust. Switchboard, das haben wir doch freigeschaltet erst. Das bedeutet hoffentlich, dass Randolph ja, in Sicherheit ja, ja. ist. Schön zur Abwechslung, um mal was Positives zu hören. Ich bin immer positiv. Melde dich bei Des, sobald du dich um den toten Brief... Alles klar. Ja, und auf Twitter sind es dann 2 Likes und auf Instagram 20, 30 Likes mit ultra vielen Kommentaren und so weiter. Also Twitter wird irgendwie nicht gerne genutzt, obwohl ich da viel, viel mehr Leute habe. Ich habe kurz gepennt und yeah. boom, da war's. Aha. Ich habe ein paar Ideen für den Erlöser. Mach deine mega krasse Wumme noch... Was? Krasser. Schau dir an, was ich da habe. Wie geil. Was hast du denn vorrätig? Kommt auf unsere aktuellen... Hoffentlich findet die Agenten weitere Vorräte, dann können ich und meine Jungs noch mehr Spielzeuge bauen. Willst du sehen, was ja, na klar will ich sehen, was du hast. Zeig mal, was du da hast. Ich habe 9 Krimskrams für dich gebaut. Also der baut uns Zeug, das habe ich jetzt noch gar nicht, da sind wir noch gar nicht drauf gekommen, oder? Tüftler-Tom Spezial. Erhöht die Präzision, aber auch die AP-Kosten im Wetz. Das machen wir eh nie. Das Ding hat 63, unser Jagdball hat 73. Also naja, aber das können wir wahrscheinlich noch verbessern, das Ding. Hat er sonst irgendwas Krasses dabei, ein Pilotenhelm? Was ist das, na, die Mila können wir kaufen. Ladung Blei. Aber bei ihm können wir uns einfach Zeug mitnehmen. Cool. Das belassen wir erstmal dabei. Wir haben noch die Mila übrigens. Die neuesten Atmosphärendaten des neuen Mila sind noch. Es könnten noch mehr Milas auf. Ja, hau uns die einfach oder raus. Wir machen Geschäfte. Gibt es was Neues von Mila? Gibt es was Neues von Mila? Pam ist wie ein Leuchtender in einem Krater und saugt alle Daten von Milas Kameras auf. Die Atmosphärensensoren haben nichts empfangen. Noch nichts. Das braucht Zeit. Okay, gut. Das heißt, wir haben wieder eine neue Mila, die wir irgendwo aufstellen können. Das ist schön. Wir nehmen mal die Schreibmaschine mit. Und auch. Ah, das können wir nicht mitnehmen. Dann können wir ihm noch das Ding abgeben, bitteschön. Der Club Augusta wurde ausgelöscht. Ja. Ein Unglück kommt selten allein. Amsel, der Überlebende von Augusta ist tot. Ich fand keine Hinweise auf den Verbleib des Synths. Dachte ich mir schon. Nun, zumindest ist da nichts passiert. Vielleicht hört Desdemona ja beim nächsten Mal auf mich. Mit was schlägst du da eigentlich gerade? Ich dir das bei deinen künftigen Missionen, wenn du mich jetzt bitte entschuldigst. Danke für die Kronkorken. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, wie viel das waren. Ich hoffe doch genug. Bist du wirklich den Weg der Freiheit gegangen? Ja. Allein? Ja. Sonst wäre ich hier nicht hingekommen. Tut dir das, Battle. Ja, die Stinkpacks wurden aufgefüllt. Carrington. Unglaublich, dass Des dich unserem Hauptquartier zugewiesen hat. Ich bin hier, um zu helfen. Ich bin nur im Dienst der Sache hier. Ah, wir haben einen Prototyp noch. Sei. Eigentlich solltest du nicht hier sein. Es geht nicht um Kompetenz, sondern ganz einfach um Sicherheit. Ja. Du wirst es nicht bereuen. Mich beitreten zu lassen ist ein Risiko.
Aber ihr werdet noch froh darüber sein. Wir werden sehen. Ich habe den doch schon 800 einer von uns bist, Probleme dich auch gelöst. Am Leben halten, wenn du verarztet werden musst. Ja. Muss das annehmen. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Ein guter Rat noch. Sei bereit zu improvisieren. Ja. Im Schmeicheln. Du bist offensichtlich einer der intelligentesten hier. Was meinst du damit? Dass Desdemona Leute begeistern kann, daran zweifelt niemand. Strategie ist aber nicht unbedingt ihre Stärke. Kannst du es mir sagen? Desdemona ein Problem? Ist Desdemona denn wirklich ein Problem? Nicht so wirklich, da es vielleicht bessere Lösungen gibt. Beim Planen einer Mission kann professionelle Distanz von unschätzbarem Wert sein. Tja, das ja ein guter Rat. Vielleicht sollten die Leute öfter mal den Rat ihres Arztes befolgen. Vielleicht habe ich dich falsch eingeschätzt. Konzentrier dich auf die Ziele und ignoriere... Schön den Arsch reingekrochen. Pass auf dich auf. Okay, wir haben jetzt doch hier ein Ding gehabt, von wegen ein Prototyp für ihn. Bist du verletzt? Nein. Echt ein Wunder, dass du... Hä? Das ist doch eben, ich habe deinen Prototyp oder so. Nichts, das dich interessiert. Okay. Naja. Heute nicht. Also gut. Scheiße, einfach diese Option jetzt verloren. Egal. Rekalibriere mit Hallo. Neuem Datensatz. Verstecke sicher, Pam. Mensch-Maschine-Interface. Hervorragend, Agent. Juhu, danke für die Belohnung. Hast du noch was? Was man machen muss in die Richtung? Und wie viel Geld gibt es? Bubble Daddy hätte ich fast gesagt. Was willst du jetzt? Tom und seine Jungs laden noch die Spielzeuge der DIA aus, die du gefunden hast. Gut. Ja, Glory. Die Glory. Welt ist gefährlich. Ja. Pam, wie sieht's aus? Prozesse sind aktiv. Pam? Analysiere. Okay, die hat nichts mehr. Das heißt, wir haben jetzt hier erstmal alles abgezuzelt. Du hast doch das DIA-Versteck ausgehoben, oder? Ja. Tom will unbedingt mit dir darüber reden. Tom, wer ist denn jetzt Tom? Tut mir leid, ich muss für Tüfteltom was erledigen. Tom, hey. Die DIA? Ja! Scheiße, Mann. In dem Versteck, das du gefunden hast, war krasses Hightech. Ja. Das Beste vom Besten ist das ballistische Polymergewebe. Mhm. Leicht, starke Schutzwirkung und sieht aus wie normaler Stoff. Ich habe was vorrätig, aber... Oh, das dauert noch. Aber alle möglichen Ideen. Ja, nice. Sehr schön. Ich schau mir das Angebot mal an. Ich wollte hier kriegst gehen. Du alles, mein Freund. Also, das heißt, er macht uns auch überkrasse Kleidung gepanzert. Guck dir das mal an. Wie stark das Ding hier ist. Nicht schlecht, nicht schlecht, Herr Specht. Irgendwas, was ich dir verkaufen kann? Ne. Aha. Ah ja, wir haben den eleganten Hut, wir haben einen Tarnpolunder. Kannst du behalten. Sag mal, was haben wir denn hier dabei? Was habe ich denn hier mitgenommen? Hä? Smoking, eleganter Hut, an das erinnere ich mich. Das habe ich gezielt mitgenommen, aber alles andere? Ich weiß ja nicht. Ist das hier auch wieder aufgefüllt worden? Nee, schade. Ich glaube, wir können uns von hier direkt raus teleportieren. Und können mal kurz den ganzen Schotter abgeben. Wir haben so viel Kram dabei. Und dann können wir gucken, was wir jetzt als nächstes skillen. Denn ich weiß es nicht mehr auswendig, was wir jetzt gerade verbessern wollten. Also Wissenschaft ist noch was wir auf jeden Fall skillen müssen, das weiß ich. Und auch dieses Komische, dieses Plünderer oder sowas, um was ganz Merkwürdiges zu skillen. Da müssen wir dann kurz reingucken. So. Aber erstmal, oh, fehlgeschlagen, wir haben was verhuddelt. Das war nicht geplant. Und zwar. Sehe ich aus, als wollte ich plaudern? Halt doch mal die Gosch, Mann. Sehe ich aus, als wollte ich plaudern? Nee. Habe ich das behauptet? Ja. Wir schissen nochmal. Ständig labert es uns an. Also wir brauchen auf jeden Fall noch diese Verbesserung hier. Dafür brauchen wir Wissenschaftsstufe 4 und Waffenfreak Rang 3. Wissenschaft ist auf jeden Fall was, was wir skillen müssen. Für den Sack brauchen wir auch noch was. Und zwar... Ja, Schmied. Wissenschaft haben wir noch gar nicht? Ja, nee, das haben wir schon. Ha. Naja. Fetter Mann. Können wir den fetten Mann noch irgendwie... Nee. Was ist... Das verstehe ich nicht ganz. Ich kenne dieses Mirf, diesen Mirf-Werfer. Damit schießt man dann mehrere Atombomben ab. Aber warum ändert sich der Schaden von 471 auf 21? Das kann doch irgendwie nicht sein. Das stimmt doch was nicht. Und jede einzelne Atombombe wird doch dann nicht irgendwie 21 Damage machen. Wissenschaft Rang 4. So, wir skillen jetzt in Wissenschaft rein, meine Herren und Damen. Wissenschaft. Wo sind wir bei Jawohl.
Wir sind voll. Sick, dude. Das heißt, es gibt jetzt erstmal hier die Ultraschüssel. Die tiefe Schüssel. Bam. Lecker, lecker, Schmecker. Das können wir auch noch dran machen. Das machen wir jetzt auch direkt. Das bringt das hier Feuer einfach eine höhere Feuerrate. Wir sind schon bei 66. Nee, nee, das Ding muss nicht schneller schießen. Wir bräuchten aber ein größeres Magazin. Na, ich mach das dran. Wegen mehr wegen mehr Ding. Und ich mach, glaube ich, auch den Scharfschützengriff dran. Obwohl, nee, nee, mit dem Ding schießen wir nicht auf die Entfernung. Kann man die Schrot noch jetzt irgendwie verbessern? Irgendeine Art und Weise? Nein, das sind wir auch schon bei 105. Richtig krasser Scheiß. Haben wir noch irgendwas, womit wir den Schaden erhöhen können? Nein. Atomsack geht jetzt noch nicht, weil uns ja noch Schmiedstufe 3 fehlt. Okay, das haben wir dann beim nächsten Mal. Aber hier können wir, glaube ich, noch was machen. 56, jawohl. 72. Holla die Waldfee. Das ist nochmal ein riesiges Upgrade hier jetzt, das wir gerade durchziehen für die Waffen. Das war schon auf voller Lurch-Geschichte. Das ist auch voll. Gut. Rüstungsschmied müssen wir auch nochmal irgendwann dann verbessern. Glaube ich. Oder? Was? Rüstungsschmied? Die tiefen Taschen. Ah, da unten steht es ja immer. Smoking, den lege ich gleich noch weg. Ohne Extras, genau. Hier müssen wir noch auf was? Einfach Rüstungsmeister auch erhöhen. Mhm. Rüstungsmeister und Schmied. Bist du nicht einer dieser Sünden? Nee, bin ich nicht. Bin ich gar nicht, du Lügner. So. Warum sind wir jetzt trotzdem wieder so fett? Wir waren doch jetzt fast bei 300 letztes Mal. Was haben wir noch dabei? Kurz mal durchgehen. Habala. Nein, 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 das hatte ich nicht vor. Ich will hier mit den Pfeiltasten durchgehen, genau. Haben wir nicht noch irgendwas? Zu viel? Splittergranaten hat immer noch 32, die müssen wir endlich mal leerbollern. Den Fatman könnten wir eigentlich jetzt langsam echt entfernen, weil unsere anderen Sachen ja wirklich bullig werden. Also die hauen jetzt ja immer, immer mehr rein. Wir haben noch Nuka-Cola Quantum, 2 Stück, das heißt 2 Kilo können wir noch entfernen. So. Aber das war's auch schon wieder. Stealth Boys legen wir nochmal noch. Wir behalten einfach immer 2. Man kann die wissen, irgendwann brauchen wir die. Das können wir auch weglegen, sehr schön. 313, das geht ja eigentlich wieder. Ah, Mods, 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 Mods. Ja, ja, ja. Was ist denn hier drin? Golduhr, Brustkorb und Becken. Hä? Was ist denn hier los? Das habe ich doch noch nie im Leben reingelegt. Wo sind denn die Mods hier unten? Ach, die Mods habe ich jetzt ja hier reingemacht. Ey, da halt doch die Fresse, bitte. Ist mir scheißegal, was du da bist. So, 312, das geht. Ich würde sagen, das geht vollkommen klar. Wir haben geskillt und können nun weitermachen. Baumile auf, das lassen wir jetzt erstmal. Geht zum toten Briefkasten. Wir könnten hier erstmal noch weitermachen. Finde ich auch ziemlich interessant gerade die Quest, oder? Von der Railroad. Wo ist die? Da oben ist es. Hier. Mass Fusion. Okay, bei Mass Fusion ist das Teil. Der nächste Briefkasten. Und wir haben schon wieder ein Viertel vom nächsten Level. Es läuft! Es läuft! Sehr schön, sehr schön. Und der sieht ziemlich komisch aus, danke. Ja. Nicht wirklich schön, nee, nee, nicht schön. Die Pistole ist so riesig, welches Ding an. Riesenklopper. Let's have a dance, Brett, let's have a dance. Und da verschwindet er. Er geht einfach eine Treppe runter. Geht das so nicht? Doch, ja. He's so fucking retarded, dude. Glaubt ihr, dass hier braucht er nochmal extrem viel weitere Rechenleistung, sodass das Laden einfach viel, viel länger dauert, wie wenn man es so ganz still lassen würde, beziehungsweise einen schwarzen Ladescreen hätte? Oder glaubt ihr, dass das separat und hat überhaupt nichts damit zu tun? Oh Gott, was? Hä? What? Sind die einfach gerade gestorben? So im Spaß, neben uns? Die Mücken, wie sie herumfliegen. Oh, gerade eine Notiz. Was halten die da Leckeres an, die Frage? Hm. Gucken wir uns gleich an. Garner Notiz. Was macht ihr denn hier? So, Garner Notiz.
Ich habe die Information. Die Bande in USA Satellitenstation Olivia sieht gefährlich aus, aber ihr Anführer hat das Kampflintending, wie der Kontakt es gesagt hat. Mit dem richtigen Trupp könnten wir uns das Teil holen. Da haben wir schon ein paar Mal drin gewurstet, oder? In der Satellitenstation. Glaube ich. Lebensmittelpaste. Nicht mit mir. Interventionsnotiz. Okay, was haben wir denn alles dabei? So, Interventionsnotiz. Was macht ihr denn, Hank? Du hast ganz schön viel von dieser Lebensmittelpaste gegessen, die wir von der Schule aus Suffolk bekommen haben. Das hat was mit dir gemacht, also was ziemlich Schlimmes, Mann. Du gehst bei jeder Kleinigkeit an die Decke, hast immer diesen verrückten Blick drauf. Scheiße, beim letzten Farmüberfall hast du sogar ein paar Flüchtende erschossen. Wir töten keine Leute, wenn sie weglaufen, Mann. Da stehen wir drüber. Ich weiß, das Zeug schmeckt dir gut, aber was ist das wirklich wert? Also ich musste das hier aufschreiben, weil ich Angst habe, dass du mir ins Gesicht schießt, wenn ich dir das irgendwann persönlich sage. Wir sind deine Freunde, wir wollen einfach nur nicht, dass du vom Weg abkommst. Lass es sein mit der Paste, Mann. What the fuck? Okay. Nehmen wir die doch mal mit, klingt ziemlich nice. Hallöchen, wir fliegen... Wir fliegen da über die Map. Hallo Boys! Komm, jetzt schön in den Hammer reingelaufen, du auch nicht schlagen. Wir sparen so viel Munition. Naja. Ich lasse die jetzt einfach mal da kämpfen. Ich weiß, das ist cool und spannend und hin und her, aber wir haben jetzt schon so oft Kämpfe interveniert, dass wir... Wir gehen jetzt erstmal hier weiter. So. Unterschlupf. Shit, was war das? Unterschlupf Randall, ne? Stand da, glaube ich. Ich habe nicht weiter geguckt. Aktualisierung. Mr. Timms hier. Unterschlupf Randolph wurde nicht angegriffen. Das ist ja direkt hier. Direkte Kontaktaufnahme dennoch vermeiden. Ich wiederhole, direkte Kontaktaufnahme vermeiden. Wir haben hier drei Pakete, sehr verängstigte Pakete. Benötigen Unterstützung. Unser Läufer meldet, dass sich Gen-1-Synths in der Nähe befinden. Gehen davon aus, dass wir überwacht werden. Okay. Bitte Gebiet von schwerem Kaliber säubern lassen. Koordinaten anbei. Danach unseren Status bitte an Big D melden. Big D. Ende. Big D Rick. Okay, dann wissen wir Bescheid. Wir sind Unterschlupf Randolph. Erledige alle Feinde. Das ist ja da hinten. Das ist ja fast bei Unterschlupf Mercer. Direkt neben Jamaican Plain. Okay. Naja, warum nicht? Also da sind scheinbar ziemlich viele Synth unterwegs. Die könnten wir einfach mit unserem Hammer downkloppen. Ich glaube, da können wir auch ordentlich Damage machen gegen die. Der Hammer ist wahrscheinlich gegen alles ziemlich gut. Und wenn wir dann noch einmal in Schmied investieren, sollten wir schon so weit sein, dass wir den Hammer auf die letzte Stufe bringen können und dann die volle Kloppung erreichen. So, genau, das ist ja unsere Base hier. Da können wir noch geschwind was ablegen, oder mal. Falls wir überhaupt was angesammelt haben schon. Naja, aber nicht. Da vorne geht's lang. Alter, dann auf und durch. Oh Gott, ist das hell. Leute, ist das hell. Igitt. Haben wir das da vorne schon entdeckt? Ich mache einen kurzen Schwenker über... Soll ich? Ja, komm. Da drüben ist ja auch noch was zu entdecken. Krass, so viele Sachen zu entdecken. Ich mache einen ganz kurzen Schwenker über das da drüben. Lauf. Was ist das hier? Eine Tankstelle oder was? Im Nichts. Eine Tankstelle mitten im Nichts. Naja. Achso, da geht es nur um die Kühlgeschichte, die Kühlflüssigkeit oder was es ist. Wow. Was war das? Hier sind Pocken. Warum wachsen hier drin Pocken? Was ist denn da gerade geplatzt? Hä? Ich habe keine Ahnung. Technisches Dokument? Alter, wie ich es noch gesehen habe. Okay. Ja, ne, passt schon. Ihr kleinen Säcke, passt schon. Wir gehen weiter. Ah, ich dachte, hier geht's vielleicht in einen geheimen Versteck. Wir rennen einfach ganz gemütlich da hinten hin und räumen mal noch dieses Teil frei. In diesem Völkchen. Was ist denn das da vorne? Ah, dieser Atomkerzwerkstatt-Ding. Das habe ich letztens schon auf der Karte gesehen. Ah, cool! Untersuche die Stimmen. Ist da jemand? Ist da jemand drin? Lass mich hier raus! Das ist die Ultra-Anspielung auf Ding. Das habe ich schon in ein paar Videos gesehen, aber da war ich noch nie im Spiel. Das ist eine Anspielung auf Indiana Jones.
Wer bist du? Ich heiße Billy. Bitte, ich sitze hier schon so lange fest. Warum bist du da drin? Ich habe mich hier vor den Bomben versteckt. Aber auf der Innenseite ist kein Griff und hier drin ist es echt dunkel. Strong. Von 200 Jahren? Das mit den Bomben ist 200 Jahre her. So alt bist du? Ich weiß nicht, wie lange ich hier schon drin bin. Ziemlich lange jedenfalls. Eine Ewigkeit. Bitte, ich will nicht hier drin sterben. Ja, läuft. Okay, okay. Ich lass dich raus. Bitte, ja. Ich sitze hier schon eine Ewigkeit fest. Beeil dich, schieß die Tür auf. Oh, meine Beine sind so steif. Alles ist das grell. Ich habe die Sonne so lange nicht gesehen. 200 Jahre? Oh Gott. Eingesperrt da drin. Also egal, ob gut oder nicht, der kann doch gar nicht mehr laufen können. Hallo, Billy. Hey, Billy. Hey. Vielen Dank. Ich kann dir gar nicht genug danken. Aber wo gehst du jetzt hin? Wie bist du überhaupt im Kühlschrank gelandet? Das ist so lange her. Das war noch, bevor alles zerstört wurde. Als die Sirenen heulten, habe ich einen sicheren Ort gesucht. Als um mich herum alles zu wackeln anfing und einstürzte, bin ich reingekrochen. Und als es dann wieder still wurde, wollte ich die Tür öffnen. Aber sie hatte innen keinen Griff. Ich will nur nach Hause. Kannst du mir helfen? Bitte? Habt ihr gewusst, dass es schon ein paar Mal passiert ist, tatsächlich in Amerika, dass sich Kinder einsperren in Kühlschränken und dann sterben? Eltern sind tot. In Amerika gibt es diese Kühlschränke, da klickt man außen noch was. Man drückt auf was drauf und dann gehen sie auf. Und bei uns macht man die einfach auf, zumindest. Es gibt auch die mit Griff, wo man zieht und dann macht es klack, klack. Warum starrst du mich so an? Billy ist ja schon gut. Ich sag dir das nicht gern. Und aber ja, das ist haarig. Deine Eltern leben wahrscheinlich nicht mehr. Leben, hart sein. Jeder müssen sterben. Kleiner Mensch, jetzt besser lernen. Tod? Ja. Denkst du wirklich? Dann bin ich ganz allein. Ich kümmere mich um dich, Bulli. Du? Ja. Du kannst mit mir kommen. Die Welt sehen. Oder was davon übrig ist. Heißt das, ich soll nicht mehr nach meinen Eltern suchen? Nee, das soll es nicht heißen. Nein, du solltest deine Eltern suchen. Dann lass uns nach Quincy gehen. Vielleicht sind die ja auch. Ich muss wissen, was aus meinen Eltern geworden ist. Da, ghoulmäßig. Ist das jetzt ein Begleiter? Ja, das ist ein Begleiter. Der kleine Boy. Tja, dann musst du jetzt aber noch miterleben, wie wir jetzt hier gleich aufräumen. Und zwar da vorne. Da musst du jetzt durch. Kommt ihr? Ja. Krass. Das habe ich ein paar Mal in Videos gesehen und habe es aber selbst nie... Ich habe mich nicht darum gekümmert. Also es ist nicht so, dass ich es gesucht hätte oder sowas. Es ist natürlich eine Leichtigkeit, sowas dann zu finden. Schlussendlich, wenn man es einfach auf Google eingibt. Ja, es waren irgendwie so 10 Sachen, die man sicherlich noch nicht Sensor gefunden hat oder so. Feindliche Präsenz. Oh. Wo bist du? Oh shit. Wo bist du, kleiner Furz, mit deinem Sensor? Was ist denn das hier überhaupt für eine riesige Butze? Können wir hier... Synth-Angreifer, können wir hier... Können wir hier etwa... Oh Gott. Können wir hier eine geile Basis bauen? Boy! Was? Okay, ich gebe ihm Critical. Ich glaube, das ist doch nicht so... Obwohl, doch, es geht. Aber ist noch jemand. Ja, vielleicht kommt die Bruderschaft her. Das klingt, als wenn die sehr close. Vielleicht helfen die so ein bisschen ihrem Boy. Ihrem Boy Skinny Penis. Hey. Franz Duckenbauer ist hier und braucht... Ja! Sehr schön, ballert mit, ballert voll mit. Oder noch einer close, wo ist der? Da oben. Oh, die schießen voll auf den drauf, nice! Synth-Sucher. Der frisst aber wenig. Hier, Synthie-Boy. Ich hab eh so viele. Gönn dir mal noch eine Granate, du, mein Freund. Boah. Ich würde ihn gerne runtersprengen. Gucken, ob es klappt. Ich soll da hinten abdopsen und die dann einfach... Ha! Nein! Oh, schade. Er kam nicht runter. Naja. Ja, wo ist denn der Sucher? Der ist hier. Der ist ja laut. Was schießt denn von da vorne? Hat jetzt von da vorne gerade eben auch jemand geschossen? Haben die ihre Leute abgesetzt oder was? Nun ja, das hier ist jetzt noch die University Point
Sedgwick Hall. Sedgwick Hall, die wir freiräumen müssen. Ist jetzt der kleine Junge dabei? Ich habe keine Ahnung, ob der jetzt wirklich mit am Start ist. Wir gucken mal kurz. Kleiner Junge? Niemand da. Hardware Electrical. Ich speichere mal volle Pulle ab und das gucken wir dann einfach in der nächsten Folge, ob der kleine Boy noch da ist. Macht's gut, bis dann. Oder später, du musst rauskommen.